Ihr Duft scheint mir zu süß, um ihn als wirklich zu vernehmen. Eine Stimme in meinem Schädel sagt mir, du willst dieses Mädel. Jeder versucht bei ihr vergebens, weil sie nicht mal mit mir redet. Doch ich kann nicht von ihr lassen, weil mich irgendwas erregt. Es ist die Kleidung, die sie trägt oder die Art, wie sie geht. Der Glanz in ihren Augen verwischt die Realität. Ihr Körper wurde geschmiedet von dem Wesen aus der Hölle. Ich würde alles dafür geben, wenn ich sie einmal ficken könnte. Meine Sucht nach ihr verdrängen scheint mir aussichtslos wie Kerker. Meine Gedanken dafür zu sterben werden von Mal zu Mal stärker. Sie besitzt meinen Körper, mein Verstand und meine Seele. Ich vergebe auch mein Leben für eine Nacht in diesem Wesen. Dieses Mädchen, ich will nur einmal in ihr stecken. Sie zerkratzt mir meinen Rücken und sie beißt mir blaue Flecken. Auf einmal spüre ich ein Stechen, es wird warm, schließt die Augen. Das Werk der schwarzen Witwe, vertrau keiner Frau. Der unternehmungslustigen Frau wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten mit einer Überdosis des Beruhigungsmittels Anafranil getötet zu haben. Na, Anafranil habe ich genommen, nachdem mein Mann gestorben ist und ich nervlich kaputt war. Ich habe schon lange keine Anafranil mehr. Aber wenn wir das nicht mehr brauchen, sorge ich jetzt. Yeah. Ich hatte sie schon länger im Auge gehabt, wie ein Gerstenkorn. Aufgrund ihrer Ausstrahlung hab ich dann an sie mein Herz verloren. Ihr wunderschönes Haar, ihr verführerischer Duft, ihre blutroten Lippen, perfekt für den ersten Kuss. Sie wird begrüßt wie eine Dame, ist so süß wie Marmelade. Wenn sie sich nicht penetrieren lassen würde, dann wäre das schade. Yeah. Diese Farbe ihrer Augen stellt das modisch in den Schatten. Ich träume weiter von ihr, denn es lohnt nicht aufzuwachen. Nein. Das Objekt meiner Begierde ist von hauchzarten Stoff umgehen. Um sie einmal zu spüren, würde ich sogar meinen Boss umlegen. Ich mache alles, bringe Blumen und Komplimente. Baby. Ich mach das nur für sie, weil ich an Hure nichts verschenke. Nein. Sie zeigt, ich wirklich scheiße, sagt, sie ist noch nicht bereit. Ich will sie als erster ficken, also geb ich ihr die Zeit. Und ehe ich mich versehe, macht sie schon die Beine breit. Der Fick was wert, doch jetzt ruhig für die Ewigkeit. Später soll sich herausstellen, dass beide Männer mit Medikamenten bewusstlos machte und sie einen langsamen Erfrierungstod sterben ließ, indem sie ihnen wiederholt bei geöffnetem Fenster eiskalte, nasse Handtücher auflegte.